Gegen den Grippevirus H1N1 hat der EHC Biel Massnahmen ergriffen. Die Bidons sind jetzt zum Beispiel mit Nummern angeschrieben, für das jeder Spieler nur aus seinem trinkt. Der Vereinsarzt hat die Massnahmen angeordnet. Seit dieser Saison hat jeder seine eigene Flasche, die wir durchziehen, zurückgezogen haben. Was wir zusätzlich haben, Frottetüchli Verband. Jeder hat sein einzelnes Frottetüchli, wir haben auch Papiertüchli, dass einfach eine Transmission nicht mehr so einfach stattfinden tut. Der Bieler Topscorer Thomas Nüssli findet, dass die Massnahmen zu weit gehen. Ja, ist sicher gut, ja. Aber ich weiss da nicht so bescheid. Ich muss mich den Doktor fragen. Ich weiss nicht, ob wenn mit Nasentüchli und Tüchli jeder sein eigenes Tüchli hat, ob es dann besser oder schlechter ist. Weil schlussendlich können wir alle zusammen duschen. Wir sind alle zusammen in der Garderobe. Von dem her kann man sich eigentlich immer anstecken. In ihrem retroblauen Dress kommen die Bieler aufs Spielfeld. Eine lange Niederlagsserie von den Seeländer geht dem Match voraus. 8 Spiele in Folge haben sie verloren. Zum zweiten Mal an diesem Wochenende müssen sie sich Fribourg Gotteron stellen, was am Freitag mit 4:1 weggeputzt hat. Gestern Abend hat es aber so ausgesehen, als ob die Bieler zu ihrer alten Form könnten zurückkehren. Das erste Goal in der dritten Minute ist sogar auf ihr Konto gegangen. Aber bereits am Ende des ersten Drittels hat der Reto Berra einen Fehler gemacht. Marc Mauers konnte von diesem Fehler profitieren und den Ausgleich für Fribourg erzielt. Auf der Bank hüten die Spieler ihr Bidon und brauchen Papier und Nasentücher, die für sie bereit liegen. Während dem ganzen Spiel kann der EHC Biel mit dem Gegner mithalten. Es sind wieder Fehler in der Verteidigung, die den Bieler den Sieg kosten. Sie konnten aber trotzdem noch in die Verlängerung zwingen. Fribourg konnte gleich noch gewinnen. Ein ärgerlicher Verlust für Biel. Ja, tut sehr weh. Wir waren sicher gut dran, das ganze Spiel. Und jetzt doch noch so unentschieden und dann in der Verlängerung verloren. Es ist schon ein bisschen schade. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Goal geschossen. Wir haben allgemein viel besser gespielt als die letzten Spiele, als gestern. Und ich denke, vielleicht können wir jetzt aus dem ein paar Sachen lernen und dann jetzt am nächsten Wochenende vielleicht ein paar Sachen mitnehmen jetzt und ein gutes Zeug umsetzen. Gegen das Verlieren gibt es keinen Impfstoff. Für zu verhindern, dass die ganze Mannschaft krank wird und noch mehr Spieler ausfallen, hat der EHC Biel beschlossen, noch eine weitere Massnahme zu treffen. Ab nächster Woche werden wir Stück für Stück die Spieler impfen. Klar, zwingen können wir niemandem, aber sind sehr viel daran interessiert. Der Seeländer Topscorer stört die Impfung nicht. Ja, ist sicher. Gewisse Leute denken so, gewisse so. Ich denke, es ist sicher nicht schlecht, wenn man es macht. Ich werde sie auf jeden Fall machen. Für den Austausch der Grippeviren zwischen den Teams zu vermeiden, hat der Verband entschieden, dass sich die Spieler am Ende des Matches nicht hängen dürfen, sondern mit den Händchen abklatschen. Bleibt zu hoffen, dass die Geste auch nach einem angespannten Match freundschaftlich bleibt. Auch die zwei Spiele gegen Fribourg haben die Bieler nicht gewinnen können. Am Freitag haben sie verloren und am Samstag mussten sie die Verlängerung, wo sie auch verloren haben. In der Tabelle entfernen sich die Bieler immer mehr vom Ziel-Playoff. Aber bis zum 8. Platz fehlen nur 5 Punkte. Zürich ist momentan noch erst, aber die Verfolger schließen auf.